Yo, 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 hier ist wieder euer Corny von Kulturschätze deiner Region und heute befinde ich mich in Hessen, nämlich in Münzenberg und zwar an der Münzenburg. Und diese Höhenburg aus 1165 ist mit einer der bedeutendsten Burganlagen aus dem späten Mittelalter, was man sich nur vorstellen kann. Und als ich gerade so über die A45 gebrettert bin, weil ich von einem Geschäftstermin gekommen bin, habe ich hier dieses Schild gesehen und gedacht, was ist denn diese Münzenburg? Und schon habe ich gedacht, biegen wir mal einfach mal rechts ab und schauen uns mal diese Burg an und bringen sie mal mit nach Hause. Nämlich vor eure eigenen Augen. Und heute entdecken wir gemeinsam die Münzenburg hier in Münzenberg aus 1165, nämlich mit historische Gebäude entdecken, Kulturschätze deiner Region. Und das Ganze mit mir, dem Bauingenieur mit der Leidenschaft für historische Gebäude im Herzen. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran und ja, lasst es krachen. Die seit 1162 namentlich bekannte Burg Münzenberg, regional auch Münzenburg oder Wettauer Tintenfass genannt, ist die Ruine einer Höhenburg auf dem 239 Meter hohen Münzenberg südlich des Ortes Münzenberg im hessischen Wetteraukreis. Sie ist eine der bedeutendsten aus dem Hochmittelalter stammenden Burganlagen Deutschlands. Und hier sehen wir mal einen kleinen Rundumblick. Bevor wir jetzt in die Hauptburg kommen, befinden wir uns hier schon in der Vorburg. Wie man ganz gut erkennen kann, hier hinten sind die alten Burgmauern der Vorburg zu erkennen. Und darüber hinaus ist das hier der Fußweg. Und vor dem Fußweg haben wir hier dieses wunderschöne Gebäude, welches meines Erachtens nach ein Kloster darstellen müsste, beziehungsweise heute eine Herberge. Man kann die Münzenburg relativ sehr gut mit dem Auto nahezu bis vor die Tür erreichen. Das heißt, für all die Faulen da draußen, ihr könnt quasi die Burg mit dem Auto erkunden. Aber irgendwann müsst ihr dann trotzdem auch mal reinlaufen, so wie ich es jetzt eben gerade tue. Beiden hoch über den Ort aufragenden Bergfriede der Burg Münzenberg sind von den vorbeiführenden Bundesautobahnen A45 und A5 aus schon weitem zu sehen. Sie markieren die Ost- und Westecke der zur Sicherung der nördlichen Wetterau auf einem ovalen Basaltrücken erbauten Kernburg. Die Burg Münzenburg ist über die gleichnamige Abfahrt 36 der A45 östlich des Gambacher Kreuzes zu erreichen. Ein Besucherparkplatz ist südlich der Burg in Haftsteiner Hof angelegt. Von hier aus führt ein Fußweg durch ein Vortor zum eigentlichen Pfortenhaus. Ein weiterer Parkplatz befindet sich unterhalb der nördlichen Ringmauer. Erkennen wir unsere Situation. Ein Tor, welches verschlossen ist. Und hier erkennen wir die Öffnungszeiten. Also es bedeutet, heute ist Donnerstag und wir haben Juli und eigentlich hätte sie bis 9. Ach so, es ist schon wieder nach 19 Uhr. Das ist sehr schade. Hätte ich mal, naja. Gut. Ja. Nichtsdestotrotz, ich lasse mich davon nicht aufhalten. Das bedeutet, wir laufen jetzt einmal außen rum über die Burganlage. Vielleicht finde ich ja noch einen Eingang, wo ich quasi ich habe meine Visitenkarten dabei. Das heißt, ich kann mich immer als Bauingenieur ausweisen und sagen, Entschuldigung, ich bin der Bauingenieur, der historische Gebäude täglich rettet. Und außerdem sind hier gerade eine Zillion Menschen, die diese Burg sehen möchten. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt wie gesagt, außen rum. Wir entdecken jetzt einfach mal die Burg von außen. Und vielleicht werdet ihr dann heiß genug, um zu sagen, weißt du was, Schatz? Wir fahren jetzt mal nach Hessen. Nach Hesse fahren wir. Nach Hesse fahren wir. Und schauen uns die Burg da, gell? Ne? Ajo, sagen die Hesse. Nee, das waren die Pfälzer. Ich weiß nicht, wie die Hesse spreche. Aber ich weiß, dass ich Hesse sage, gell? Also, schauen wir es uns an. Oder wir weinen. Wir sagen da die ganze Zeit, allerweil, schau mal, die rote Burg da. Ja, die ist ja super, gell? Und die müssen wir ausschauen. Den Sandstein und das ganze Graffel da, das alte Zeichen, was Kurt Hau, ich den Scheiß brauch doch keine Sau nicht. Das alte Klump. Bau mir lieber eine lieblose Architektur, die nicht einmal 20 Jahre überdauert.
Hat er gesagt, habt ihr das jetzt verstanden? Ich nicht, ich schon. Was? Schluss mit lustig, aus die Maus, Schluss Katze. Jetzt schauen wir mal, vielleicht seht ihr hier mehr wie ich. Ja, schaut mal her. Ist das nicht schön? Naja, ihr seht da gerade gar nichts. Aber hier sehen wir ein Überbleibsel einer historischen Mauer. Das ist doch schon mal was. Gehen wir mal weiter. Also, wir gehen mal hier außen rum und spitzen immer wieder mal über die Burgmauer, weil ich habe da schon was echt Cooles von Weitem gesehen. Ich habe da auch ein tolles Foto geschossen. Und jetzt gucken wir mal da, ob wir nicht was Tolles finden. Hier vor uns sehen wir einen der Rundtürme und hier sehen wir ein ehemaliges Auflager für eine Büchse. Das bedeutet, hier ist ein ehemaliges Schießscharte, nennt man es auch im Volkstum, wo die Büchse, also das Gewehr, rausschauen konnte. Und jetzt können wir hier mal, ihr könnt jetzt gerade mehr sehen, jetzt sind wir quasi in diesem Rundturm. Ist das schön? Ist das schön? Schaut euch das mal an. Ihr seid jetzt, oh, das ist ein Rundturm, der ist halb offen. Und hier hinten, also quasi hier, erkennen wir noch Auflager. Das bedeutet, da war auch mal ein Rundgang oben drin. Ist schon recht schön. Und ich schaue gerade so aus. Hallo. Ja, also schauen wir mal, was wir noch alles finden. Hier sehen wir den Abgang und die übrigen wunderschönen kleinen Gehöfte rund um Münzberg. Echt schön. Und hier die Geschichte. Die Arnsburger und Münzenberger. Unweit östlich des Münzenbergs, nahe dem ehemaligen Kloster Arnsburg bei Lich, entstand um 1000 auf Veranlassung des salischen Ministerialien Kuno die Arnsburg auf einem Geländesporn am Steilufer der Wetter. 1064 heiratete Kuno von Arnsberg Gefolgsmann des Kaisers Heinrich III. Mathilde von Beilstein, deren Erbtochter Gertrud von Arnsburg ehelichte Ehebart von Hagen aus dem Dreieich. Die beiden wählten als Wohnsitz die Arnsburg und nannten sich fortan von Hagen und Arnsburg. Ihr Enkelsohn Konrad II. Und seine Frau Luitgard stifteten 1150 auf dem Gelände eines ehemaligen Römerkastells unweit ihrer Burg das Benediktinerkloster Altenburg, das ist das, was ich vorhin zeigte, das zur Abtei Fulda gehörte. Als Ausgleich erhielten sie vom Fulda 1151 den unbesiedelten Münzberg von und verlegten nach 1156 ihren Sitz in die dort neu eingerichtete Burg. Ihr 1151 geborener Sohn Kuno I. nannte sich bereits von Münzenberg. Mit seinem Namen wurde 1162 die neue Stammburg erstmals in einer Urkunde von Kaiser Friedrich Barbarossas erwähnt. Ja, so wie ich jetzt hier gerade so um die Burg streife, habe ich eine coole Idee. Und zwar, wenn sich wenigstens 10 Menschen finden, die Bock haben, Startpunkt Nürnberg, ja, mit mir zu den Öffnungszeiten, die ich jetzt gleich nochmal abfotografiere und die jetzt einblende, mit mir gemeinsam und einen Bus dorthin zu fahren, dann organisiere ich das Ganze und dann erkunden wir gemeinsam von innen die Burg und das Ganze bringen wir dann ins Netz und zeigen den Menschen, was KSDR, also Kulturschätze deiner Region, alles Wunderschönes zu verheißen mag oder sonstiges. Also wenn ihr Bock habt da draußen und jetzt nicht vielleicht gerade aus Bayern seid, aber sagen wir mal aus, keine Ahnung woher, dann sagt mir einfach mal Bescheid. 10 Leute, wenn sich da unter den Kommentaren einreihen und sagen, hey, ich hab Bock, dann organisiere ich mit irgendeinem Bustour eine Bustour hierher und natürlich kostet das Geld. Der Preis wird dann halt noch festgelegt, soll ja nicht jetzt die Welt kosten. Wir wollen nichts dran verdienen, sondern einfach eine Gaudi haben. Und dann schauen wir uns das Ding ja mal gemeinsam an und gucken wir mal weiter. Ne, jetzt die Öffnungszeiten. Das sind die Öffnungszeiten, ne? Nochmal für jeden. Wir sind jetzt im Mai bis September, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Super. Da sind die Eintrittspreise für die Burg.
Da können wir alle noch mal das Doppelte einfach mal drauflegen. Warum? Um diese wunderschöne Sanierung auch zu fördern. Ne? Ist ja auch genial. Und außerdem, da gibt es auch noch Führungen. Und dann lassen wir uns doch einfach mal führen. Und zwar vom Uwe Müller. Der Uwe Müller, der Vorsitzende des Freundeskreis der Burg und Stadt Münzenberg e.V. Also, 10 Menschen werden wir finden. 10 Menschen werden wir finden, die Bock haben, mit Kulturschätze deiner Region diese Burg in Münzenberg in Hessen zu erkunden. Es ist von Nürnberg, sind es vielleicht 2 Stunden mit dem Bus zu fahren. Dann gehen wir hier im Anschluss noch irgendwo was Schönes essen, haben einen riesen Gaudi und haben wir Spaß und haben was Gutes Schönes einmal außerhalb von Bayern kennengelernt. Gell? Also, schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns mal auf die andere Seite, schauen wir uns auch noch an, gell? Ja. Wir befinden uns jetzt hier in dem Burggarten, den ich hier gerade betreten habe. Hier gibt es schöne Apfelbäume und alles Mögliche. Und vielleicht haben wir hier die Situation, die Möglichkeit, noch den ein oder anderen Blick auf diese Burg zu erhaschen. Die Bauzeit der heute sichtbaren staufischen Bauteile ist in der Forschung umstritten. Allgemein wird angenommen, dass in der Zeit Kunos des Ersten wesentliche Teile der Ringmaueranlage um die Kernburg, das romanische Palas, der östliche Bergfried, der Torbau mit der darüberliegenden Kapelle und Teile des Küchenbaus entstanden. Spätestens 1174 soll die romanische Bauphase geendet haben, ohne dass die Ringmauer vollendet wurde. Was wir hier sehen, ist by the way die Ringmauer. Der Palas blieb unverputzt, der Küchenbau ein Torso. Da Kuno der Erste nach 1170 wichtige Güter und Rechte in der Wetterau erwarb, könnte Geldmangel der Grund für das plötzliche Ende der Baumaßnahmen an seiner Burg sein. Hierfür spricht auch, dass er 1174 die alte Stammburg der Familie, hier, Ringmauer, die alte Stammburg der Familie, jetzt bin ich raus, von Arnsburg bei Lich an das Kloster Eberbach abgab, die dort Zisterzienser ansiedelten. Es gibt aber auch einen ebenfalls stilkritisch argumentiert wesentlich späteren Datierung zum Ende des 12. Jahrhunderts, nach der dann die nach dem Tod Kaiser Heinrich des VI. Ausbrechenden Thronstreitigkeit die Fertigstellung verhinderten. 1207 starb Kuno der Erste. Sein einziger Sohn Ulrich der Zweite von Münzenberg blieb kinderlos, sodass mit dessen Tod 1255 die männliche Linie der Reichsministralien von Münzenberg ausstarb. Jetzt noch ein paar kleine Details, die ich so gesehen habe. Seht ihr das da hinten? Hoppala, da ist mein Finger. Da sind ein paar alte Arkaden zu erkennen. Ein paar gotische Stilarkaden. Finde ich recht schön. Dann haben wir hier noch überall die Fenster, die mal da waren. Ein riesengroßer Schlauch, der da asse schaut, gell, dass der noch steht. Das klappt ja, kann er nicht. Der ist ja uralt, muss der sein. Ne? Ja, hier haben wir auch noch wunderschöne Verzierungen an der Seite. Da. Also echt schön. Und insgesamt erkennen wir auch was ganz Interessantes soweit. Nämlich, wenn wir uns jetzt mal hier diesen Rundturm anschauen, genau, dann erkennen wir halt hier die verschiedenen Mauerarten. Ja, also wir erkennen, dass da Bruchsteine sind, und zwar großformatig. Klar, hier diese Mauer, die ist recht kleinformatig aufgebaut. Und ganz toll ist da hinten was Tolles zu erkennen. Seht ihr das? Ich tue mal reinzoomen. Nämlich hier hinten erkennen wir Sandsteinquader. Und auf den Sandsteinquadern steht dann quasi so ein Mauerteil. Ja, wie funktioniert denn das jetzt? Hä? Schaut's da hinten? Auch die komplette Mauer ist auf Sandsteinquadern gebaut. Und dann ist sowas, hoppala, die Mauer da hinten ist auf Sandsteinquadern gebaut. Und dann kommt wieder das alte Mauerwerk. Also will man meinen,
Das ist schon eine interessante Frage, die man sich stellen kann. Wieso haben die das so durchgemischt? Was ist da der Grund? Das wird uns hoffentlich der Uwe sagen, wenn wir die Führung da bekommen. Ne? Das ist eine Frage, die wir stellen müssen. Und dann stellen wir uns natürlich auch die Frage, warum sind diese Schlitze da? Was haben die Schlitze zu sagen? Fragen über Fragen. Freunde der Sonne, lasst euch sagen, Kulturschätze deiner Region wird niemals verzagen und für euch das Abenteuer wagen, um einst hierher wieder zu kommen, um dem Balde diese Führung vom Uwe zu ersonnen. Denn wenn wir dann hier geballte stehen, werden wir dieses Wunderwerke des Mittelalters sehen. Das war wieder Corny, euer Bauingenieur mit der Leidenschaft für die Philosophie, für historische Gebäude und zwar in seinem klitzekleinen Herz. Für euch, für Kulturschätze deiner Region, einfach mal rechts abbiegen, A45, Münzberg, schaut's einmal außen rum. Ist jeden Sinneswert wert. Unten ist ein wunderschöner Biergarten. Kann man sich einkehren, kann man sich bewirten lassen. Da lasse ich mir jetzt noch ein wunderschönes, prickelndes, alkoholfreies Bier kredenzen und werde dann etwas über dieses wunderschöne Münzberg sinnieren, dieses Video jetzt zu Ende machen und dann euch darstellen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend heute jetzt noch und Gottes Segen und ich freue mich, wenn sich 10 Seelen finden, die gemeinsam mit mir diese Münzburg und dem Uwe, dem Vorstandsvorsitzenden dieser wunderschönen Burganlagenvereins, gemeinsam besuchen. Ich organisiere den Rest und dann gibt's da, das machen wir schon. Und das ist dann ein Kulturschütze deiner Region, Abenteuer, ein Abenteuer ist das, was das ist. Und die das nicht verstehen, die müssen halt mal einen anderen fragen, was das überhaupt alles ist. Gell? Ich meine, die bayerisch sprechen, die sagen, was ist denn das für ein Grippelpreis da, ne? Aber das ist mir auch wurscht. Lasst es krachen, macht es gut und Baba. Jetzt habe ich hier noch was mitgebracht, das ist der Schoschi, der kleine Schoschi, der kleine Lausbur, der hat sie mit mir jetzt hier. Ja, schaut's nicht mal. Die kleine Muschi. Kommt er da her und lässt sie streicheln vom verrückten Bauingenieur. Ja, Mietzi, bist du eine schöne Katze? Ja, dir geht's so gut, gell? Dir geht's so gut, Mietzi-Katze. Du bist so eine Mietzi-Katze. Ja, fein. Ein Garfield bist du. Ja, fein. Ja, schaut's euch mal an. Ja, das ist auch einmal ein Katz. Ja, eine sogenannte Burgkatze ist das. Ja, fein. So lässt sich's aushalten, wenn jeder Burgbesucher so wäre. Ja, schaut's mal an. Ja, das ist doch einmal eine Sache. Au, ja. Ja, das ist der Kurdi. Das ist der Kuno. Das ist der Kuno wieder auferstanden. Das ist der Kuno. Na, miau. Miau, 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 miau. Ja, bist du eine schöne Katze und jetzt bist du voller Dreck. Ja, du bist so eine schöne Katze. Eine so schöne Katze bist du. Eine so schöne Katze, Katze, Katze. Miau, 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 miau. Ja, jetzt habt ihr meine Liebe zu Katzen mal mitbekommen. Ich liebe Katzen. Katzen sind so süß. Die sind so, schaut euch mal an. Die sind so feinerle. Ja, fein, fein, fein. Tierlieb, was soll ich sagen? Ich hab zwar Katzenhaarallergie, aber mei, die muss man streichen. Wenn man so eine schöne, liebe Katze hat, nee, dann muss man die streichen. Gell. Ja, süß, das halt einmal, wenn man noch Katzenliebhaber ist. Gell. Ja, die Könige der Straßen und die Königin der Burgen, da hinten ist, gell. Schaut's noch, ja, den Kuno. Der Kuno ist es, der Kuno, der Garfield der Burgen. Jawohl, ja. Wo bist du noch jetzt? Jetzt ist er irgendwo hinter mir. Also, das ist jetzt einmal ein Outtake, ein sogenannter. Hätte es euch gefallen, da müssen wir mehr Katzen finden. Servus, Lau.